Hallo wir und herzlich willkommen zurück zu Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer und das Baby kommt, wir sind in den Wehen. Theresa ist unterwegs, sie muss gerade erstmal nochmal dringendst auf die Toilette, aber die Wehen haben begonnen und das heißt ja immer so 2 Stunden, noch 3 Stunden, okay. Im Grunde wäre es vielleicht mal interessant, mal wieder im Krankenhaus das Baby zu bekommen, oder? Das fände ich interessant. So, wir gehen ins Krankenhaus, wir gehen mit und Tobias geht auch mit. Wobei der natürlich eigentlich im Grunde müde war. Aber ich möchte mal wieder das Baby im Krankenhaus bekommen. Oder auch 2. Nee, das wird nur eines. Und es muss ein Junge sein. Sonst habe ich echt ein Problem. Sonst muss ich nämlich, also weil ich habe 8 Sims dann. Und ich habe keinen Erben. Und das würde dann bedeuten, ich muss entweder warten, bis Dahlia stirbt, also vermutlich wird sie als erstes dann eben sterben. Wie, wir haben Samantha Ottomas als... Okay. Ja, Hunger habe ich auch noch. Also, dass Dahlia... Kengo Suzuki. Oh, wir haben aber alles grün hier. Was muss ich denn machen? An Empfang anmelden. So, Tobias? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Also, dass entweder das Dahlia dann sterben muss, also bis dahin müssen wir warten, bis wir dann das nächste Baby bekommen könnten, oder aber auch bis Alina auszieht. Das wird aber erst sein, wenn sie natürlich dann erwachsen ist, ganz klar, ne? So, wer haben wir denn da? Matthew Kane. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt Haus irgendwie bekämen. Dahlia ist nach Hause gekommen und hat keine Beförderung mitgebracht. Oh, ich habe auf eine Beförderung gehofft. Da war sie nicht gut genug anscheinend. Na gut, dann müssen wir noch mal ran, Dahlia. I'm sorry. Oh, wartet mal. Essen zubereiten. Da können wir doch direkt sagen... Nein, wir gehen zu... Sorry. Wir gehen natürlich zu ihr. Samantha Ottomas. Komm mal hierher, Mensch. Ja, es ist ein Junge. Juhu. So, wir haben einen Jungen bekommen. Und ich habe gesehen, Timothy. So, ne? Timothy. Und natürlich Traumtänzer. Timothy, Traumtänzer. Ein Junge. Yay! Wir haben volles Haus natürlich auch wieder. Und Glückwunsch. Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Yay. Wir haben unseren Erben und da ist Timothy und alles ist gut. Oh, hallo mein Schatz. Wie komme ich denn jetzt eigentlich wieder nach Hause? Oh, und Chaka ist ja schon weg und ja. Dann gehen wir mal wieder. Danke, vielen, vielen Dank. Hier geht's rundum gut, das ist ja Wahnsinn. Und aber Timothy, Tobias, so rum. Tobias ist unheimlich müde. Das ging aber schnell im Krankenhaus. Und puff, war unser Junge weg. Und, naja, gut. Jetzt gehen wir wieder nach Hause und wir haben unseren Erben. Alles ist gut, wir haben 3 Kinder. Wir müssen kein weiteres Kind machen. Wir haben auch gar keinen Platz. Ich habe jetzt 8 Sims. Und ich glaube, das ist auch einfach genug. Ich will auch vielleicht in dieser Generation nicht mehr als 3 haben. Ich denke mal, unser Timothy wird ziemlich verwöhnt werden von seinen 2 Geschwistern. Ich weiß, wir haben noch, ja, unten zum Beispiel noch ein Zimmer, das im Grunde frei ist. Aber das ist egal, das brauchen wir nicht auch noch besetzen. Und dann kümmern wir uns mal wirklich um die, die da sind, denke ich mal. So. Ach, wie schön. Dir geht es gut? 3 Stimmen sichern. Kann ich eine Stimme von meinem Mann eigentlich sichern?
Für Politik werben. Ich versuch mal. Wahl sichern. Und Charisma, wie kann ich dann Charisma-Fähigkeit eigentlich noch? Fähigkeitenbücher. Habe ich ein Fähigkeitenbuch? Oh, meine Kids sind irgendwie gerade unterwegs. So, ich muss mal gerade gucken, ob er auch wirklich da oben liegt. Ja, er liegt hier oben drin. Das ist super. So, den Punkt habe ich geschafft. Sie hat sowieso jetzt 2 Tage frei. Na dann. So. Oh Gott, ich muss mal wieder eine nach den anderen gucken. So, dir geht es gut. Ja, du solltest dir noch ein bisschen jetzt Essen zubereiten. Geh mal hier. Essen nehmen, nein. Nein. Wir haben sowieso nicht mehr so viel drin. Wir machen... Oh. Nee, Buntbarsch aus der Pfanne. Das mach mal. Timo, wie geht es dir? Du bist hier unten, quatschst mit irgendeiner... Das ist Lena. Haben wir von Lena... Doch, von Lena haben wir. Wir haben hier so viele Sachen gemacht, irgendwie, keine Ahnung. Okay, ihm geht's eigentlich ganz gut. Er isst halt jetzt einfach Popcorn, dann mach mal einfach... Tobias, genau, Tobias, geh schlafen, bitte. Theresa, der geht's rundum gut, das ist wunderbar. Was machst du denn da draußen? Ich möchte mal gerade gucken, ob wir ein Buch haben, das wir... Charisma, genieße inspirierend, Enzyklopädie, Logik, Angeln, Charisma. Weiß nicht, ob das zwar nicht, also ob wir nicht schon eins weitergehen könnten, weiß ich nicht. So, Alina macht ganz selbstständig Hausaufgaben, finde ich ja ganz süß. Tamina, was machst du? Sprechen, Unfug reden, Spaß. So, was haben wir denn eigentlich an Fähigkeiten mit dir, meine kleine Liebe? Kommunikation. Kommunikation ist alles. Töpfchen gehen habe ich nicht so wirklich gelernt. Das hat sie echt noch nicht so richtig beigebracht bekommen. Vielleicht sollten wir uns da noch ein bisschen drauf konzentrieren. Sie quatscht aber jetzt auch. Warte mal, ich könnte aber auch nach oben gehen und mit dir sagen, so... Wo haben wir denn ein iPad? Da haben wir den iPad. Und Kleinkindervideos machen. Timothy wird hier gerade von unserem Butler versorgt. Das ist ja auch toll. So, ruhig. Jetzt möchte ich, dass es ruhig zugeht hier. Du möchtest nicht noch mit deinem Sohnemann befreunden. Timo möchte noch mal eine Verabredung haben. Es ist mitten in der Nacht, dann geh doch mal schlafen. Theresa, der geht es ja ganz gut. Die wird jetzt irgendwo anscheinend hingehen. Ah, Alina, du müsstest eigentlich... Oh, wartet. Mit der Tochter. Nein, sorry. Okay, die geht jetzt schlafen. Dann lasse ich sie jetzt einfach auch schlafen. So, den Barsch. Den machen wir in den Kühlschrank. 25% erledigt. Da müssen wir natürlich trotzdem noch mal ran. Machen wir direkt... Gourmet-Menü. Knoblauchnudeln. 4er. Theodora, was ist mit dir? Achtsamkeit. Dir fehlt ein bisschen die Aufmerksamkeit. Mehr Auswahl. Freundlich. Brabbeln. Wo sind denn alle hin? Oh, wo ist denn Theresa?
Ja, die lernt halt einfach ihre Charisma. Wobei, nicht wirklich, ne? Komisch. Wahrscheinlich ist es noch nicht, also fortgeschritten genug. So, dann würde ich nämlich sagen, füttern, an Brust nehmen und schaukeln. Und dann nimmst du sie und bringst dir mal das Sprechen bei. Sie bringt sich selbst das Sprechen bei. Denken, was können wir denn noch? Töpfchen könnten. Nee, Töpfchen kann ich ja hier nicht lernen. Aber ich könnte Bewegung noch ein bisschen ausweiten oder meine Fantasie. Meine Fantasie. So, mach mal Enter mal. Und sie geht schon wieder mal die Treppe runter. Wo geht's du denn hin? Brabbeln. Müde. Oh Gott. Blase und so weiter. Eieieiei. Sprechen beibringen. Oh, hier haben wir einige. Wer ist denn das alles? Alina Peters, die Lena Jakob und das ist eine unserer. Das ist Tristan. Die Geister sind unterwegs. Ich finde bei der Dr. House Challenge das so wunderbar, dass ich mich nur um eine Person kümmern muss. Das ist eigentlich wirklich total entspannend, während ich hier so viele habe. So, Kommunikationsfähigkeit erreicht. Ach so, mehr hatte die noch gar nicht. Ja, tatsächlich. Denken hat sie auch noch nicht so viel. Da die jetzt bald, ja, in einen Tag, also wird es dann Sonntag sein? Sonntag habe ich ja den Vierer Geburtstag quasi. Was ist das? Nase voll von Wörtern. Mama, das reicht. Nein, du musst noch ein bisschen, meine Liebe. Töpfchen. Wobei sie ist müde. Warte mal, so Theresa. Dann geh mal hier hoch. Bring das. Die Theodora aufs Töpfchen und dann in den Schlaf lesen. Und stimmt, Dahlia sollte sich ja um Tamina kümmern. So, Dahlia, sei mal so lieb. Was machst du? Zuschauen. Ja, jetzt nicht. Die Tamina aufs Töpfchen bringen. Und danach dann sie. Auch in den Schlaf, oder? Sie ist auch müde, ja. So, erstmal aufs Töpfchen. Warum geht sie nicht hin, Mensch? Hallo? Gaba. Auf das Töpfchen. Okay, jetzt klappt's. Und dann in den Schlaf lesen. Mal gucken, ob sie den noch schafft. So, Theresa, wo bist du? Ach, du sprichst immer noch mit ihr? Beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Dann geh doch mal nach oben mit ihr. Hier unten klappt's nicht. Also die Kleinkinder werden wirklich sehr, sehr schnell wütend, finde ich. Naja, gut. So, danach wirst du auf jeden Fall auf die Toilette gehen, liebe Dahlia. Und die Theresa und Theodora sind hier. Wunderbar. Das ist ja eigentlich kein so typisches pinkes Mädchenzimmer, was ich hier gemacht habe, aber trotzdem, es ist ja bunt. Es gefällt mir genau so, weil es bunt ist.
Und ich finde es auch schön, dass die Familie quasi hier oben ist. Ja, also hier sind die Eltern und hier sind quasi die Zwillinge. Also ich werde auch die Zwillinge in dem Zimmer lassen. Und dann ist der Junge hier. Oh, guck mal, da hinten laufe ich schon wieder. Und das ist eine der Geschwister, meine ich. Genau, das ist Tiara. Oh. Klein Theodora ist aber schon wieder eingeschlafen. Naja, gut. Was mache ich denn jetzt? Blase. So, komm, du kannst alleine aufs Töpfchen gehen und dann kannst du auch alleine schlafen gehen. Und du? Tobsuchtsanfall bekommen. Nee, du schläfst jetzt. So, und Theresa, du kümmerst dich mal hier drüben. Windeln wechseln, nochmal füttern und liebkosen und Grimassen schneiden. So, Theodora schicke ich ins Bett. Habe ich schon gemacht. Oh Gott, Hunger und Spaß kommt auch noch, aber Gottes Willen. Muss ich das? Nee. Zaubern, wollte ich sagen. So, Timothy wird natürlich super verwöhnt. Er hat auch eine ziemlich helle Haut, oder meine ich das nur? Ja, er ist wirklich sehr, sehr hell, finde ich. Heller als der Papa, würde ich fast behaupten. Ach so, übrigens Stammbaum, den wollte ich ja mal zeigen. Meine Güte, das ist schon wieder das her. So. Gucken wir doch mal kurz rein in den Stammbaum. Ja, leider geht er nicht mehr so weit nach oben. Das ist aber unsere 8. Generation, die 7. Generation mit unserem Tobias und seinen 4 Geschwistern. Die 6. Generation war ja Timo mit seinen 3 Schwestern, Tammy, Tara und Trixie, die auch alle schon gestorben sind. Also alle schon verstorben. Er war ja zwischendurch selbst schon mal ein Geist, deswegen. Seine Eltern waren Sophia Diaz und Theo Traumtänzer. Theo Traumtänzer wiederum hatte auch 2 Schwestern, Tamara und Toni. Mit seinen Eltern Alexa und Tassilo. Tassilo selber hatte wiederum 3, nämlich Tanja, Ted und Tessa, 3 Schwestern, aber er hatte mal auch noch einen Bruder. Und seine Eltern Tom und Alina. Tom, ach so rum geht es zumindest. Tom hat auch 3 Schwestern, Tabea, Traudel und die Steffi. Die Eltern waren Vanessa und Tristan. Und Tristan selber hat noch den Bruder Thomas und die Schwester Tina gehabt. Und das hier, den kann ich leider gar nicht mehr anklicken. Das ist sehr schade. Das ist Thomas. Nein. Thorsten. Thorsten. Sehr schade eigentlich. Das finde ich ein bisschen blöd, aber okay. Aber das ist die 1. Generation. Ja, das ist die 1. Generation, 2. Das ist die 3. Generation. Dann 4. Generation, 5., 6. Und er ist die 7. Generation. Und nun ist Timothy die 8. Generation. Meine Güte. Wirklich, meine Güte. So, an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Das war die Nummer, also Part quasi 520. Endlich ist die 8. Generation auf die Welt gekommen. Das heißt, er muss noch mal jetzt erwachsen werden und ein Kind bekommen, die 9. Generation. Und die 9. Generation muss nur noch das Baby auf die Welt bringen. Die 10. Generation wird ja nicht mehr weitergespielt bei der Legacy Challenge. Also wir neigen uns doch langsam ein bisschen dem Ende zu. Ich sage also Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidao. Ciao, ciao.